Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Zelda Breath of the Wild. Und wir gehen von aus hier in eine weitere Phase. Mal schauen, was die hier heute zu sagen hat. Du, junger Mann, bitte hör mich an. Aber gern. Ich bin, ach, nenn mich Marlon. Musstest du jeden Schmerz erleiden, ein geliebtes Pferd zu verlieren? Wenn ich meine Kraft zurück hätte, könnte ich dir da vielleicht helfen. Ich brauche nur Rubine und fast keinen Betrag ist zu klein. Ich brauche nur 1000 Rubine, schnell. Wenn ich zum meiner alten Form zurückgefunden habe, habe ich Pferde für einen Grund zur Freude. Ja gut, gib mir die. Nun, wenn du Rubine hast, gib sie mir, schnell. Damit ich meine Kraft zurückbekomme, brauche ich 1000 Rubine. Kann natürlich auch mal nur verarscht sein. Danke, meine Eltern. Ja, sie ist zurück. Meine Kraft. Oh oh. Ja, ich war ganz schön lang in diesen Knospen eingesperrt. Ich habe überall Kämpfe. Ich hörte überall Kämpfe. Hast du mich befreit? Ich bin Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Für meine Befreiung hast du einen Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? Boah, war nur Spaß. Wenn du ein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn du gegen mutwillig ein Pferd um sein Leben bringst, dann warte kein Gnade von mir. War nur Spaß. Lass mich mal sehen. Du kümmerst dich um deine Pferde. Sie scheinen alle wohlauf zu sein. Das Band der Freundschaft zwischen dir und deinem Pferd ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden. Lebe es im vollen Galopp bis zum Ende. Okay, also wir könnten hier unsere Pferde wieder überleben, falls sie mal sterben würden. Okay, das ist ein Frosch, den hole ich mir. So. Hinter dem... Hier hat es Pilze. Und so etliche. Ein Fittling. Ein bisschen Sachen sammeln wieder, für Leben zu bekommen. Tut dann für Suppen. Für Frösche sind. Kann ich den abfangen auf der anderen Seite? Nee, ist auch gut, okay. So, es wäre toll, wenn der Regen endlich aufhören würde. Eigentlich müsste er gleich aufhören. Ja, und hier qualmt es gerade. Zur Blutmondzeit. Okay. Mal schauen, ob sie vorbei ist gleich. Wobei, jetzt hat sich mal überall gequalmt. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. So. Süßer Regen ist vorbei. War nicht schlecht, oder? Da bin ich gespannt, wie weit wir hochklettern können. Wir ganz nach oben kommen oder nicht. Wenn nicht, werde ich auch unbedingt Ausdauer-Skillen beim nächsten Mal. Sieht zwar nicht schlecht aus, ich springe es auch nicht. Ich habe das Gefühl, manchmal springen bringt wirklich nur was, wenn man es nicht schaffen würde. Aber noch ein herzhaften Sprung übrig hat. So. Schauen wir mal, hier oben müsste ein Stein sein. Oder unterhalb hier. Ach so. Da fehlt ein Stein. Ja.
Okay, das heißt, wir müssen einen Stein finden. Stein im Steinkreis. Der ist in der Regel in der Nähe. Schauen wir ein bisschen um. Hier ist er. Schleimer gewesen. Da hinten war was. Ah, oh, gereicht, okay. Gut. Ja, dich habe ich. Und tschüss. So. Fast schon voll. Ich will nicht mit diesem Eisschwert nehmen. Das könnte sicher einmal besser behilflich sein. Mal hier ein Hammer. Wahrscheinlich unsere Straße. Vorne war ein Gegner. Schauen wir mal, ob wir ihn überraschen können. Oh, what? Na komm! Ich war doof. Mein Gott, ey, ich bin echt doof gewesen. Ich hätte den 10-mal treffen können. Na gut, den haben wir trotzdem jetzt. Okay. So, wo war jetzt der Turm eigentlich? Wo wir hin wollten ursprünglich? Da vorne. Im Wald drin. Okay. Wir haben hier noch etliche Truhen auf dem Weg dahin. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hin. Das ist der Hauptberg, hinter dem zweiten Berg erst, okay. Oh, was? Der war instant tot, auf so nahe Entfernung. So nahe Entfernung vor allem, okay. Was? War der was? Ein Pfeil, okay. Scheiße, die hier vorbeigeschossen hat vorhin. Okay. Okay, da sind welche. Wo sind sie denn? Ja, ich glaube, die habe ich abgenommen, ne? Na komm, wir machen kurz. Unglaublich, oder? Der ist unten. Der kann unten bleiben, okay. So, zweiter Berg. Dahinter müsste eine Truhe sein. Okay, ich sehe ein etwas Verdächtiges und das ist die Platte da. Wahrscheinlich uns unter so eine was versteckt. Okay, also die war Zeit schon. Ja. Sehe ich jetzt schon. Da ist sie. Okay, da drüben scheint es dann nochmal. Wieder eine Waffe, die nicht viel Schaden macht oder viel uns nimmt, wenn wir nicht mehr haben. So.
WTF, was war denn das da? Okay. So, jetzt ist die Frage. Bogen. Okay. Also Bogen. Muss er wegwerfen. Ja. So, ist da was drauf? Oh nee, oder? Ach du Scheiße. Schaffen wir das? Und auch da ist eine Knospe. Was machen wir zuerst? Wir speichern mal. Du warst ich total verkacke. Gar nicht, wie lange wir Zeit haben. Mutter schaffen wir es nicht. Doch, wir schaffen es. Boah, verdammt knapp. Puh, das war knapp. Okay. Gut. Da drüben ist nichts. Da im Plateau waren die anderen gewesen. Ne? Die Wildpferde wieder mal. Okay, den Crocs haben, den haben wir. Klickt dann bei genau unter uns. So, Scheiße, habe ich geklickt. So. Ja. Dann wäre genau unter uns wäre dann wieder eine Truhe. Oh mein Gott, habe ich den ganzen. Moment, da habe ich gerade kurz einen Fehler gemacht. Ah, hier waren wir, okay. Gut, okay, das heißt, unten wäre ich eine Truhe. Ziemlich nah gelegen. Ja, ich habe getroffen. Ja, die Frage ist, wie unter den Platten. Ja, das sind tonnenweise Platten, wahrscheinlich schon, ne? Hier kommt die Chance mal. Das war also mein Bogen, nämlich den billigsten natürlich wieder. So, den habe ich. Die Steinböcke sind echt hinterlistig, die greifen nicht oft auch nachher an. So. Hier war glaube ich kein.
Warum kann es auch sein, dass ich den selber umgekriegt habe? Der Jesus ist tatsächlich. Okay. Also Lanze. Okay, warte mal, dann wird wohl hier hinten auch wieder eine sein im Wasser. Aber da ist auch ein Grünkohl drin. Sieht von hier aus. Kann ich den auf weite Entfernung abschießen? Okay, kann doch noch ein Baum sein. So genau ansehe ich jetzt. So, wie meine Waffe. So. Friede. Okay, aber der Riese, der kann eigentlich nicht sehr viel machen. Dann tun wir mal den ein bisschen behaken hier, ne? Na komm schon. Super Waffe. Hallo. Das war. Diesen Schwert sind auch nicht mehr, dass sie mal waren. Boah, ein Königsbogen auch noch. Okay. War das ganze Loot, oder? Ja. Gut, dann haben wir den. Den Riesen mal geholt, dann das hier auch. Sehr schön. Da haben wir doch ein bisschen aufgeräumt jetzt. Okay, hier war noch mehr, aber war hier noch mehr Geheimnisse irgendwie in der Nähe? Kann man durch den Turm laufen? Ich möchte aber den Bogen wieder wechseln. So. Moment. Modul, was? Wenn hier von Steinkohlen angegriffen werden, dann... Wie geil. Wandelnde Rohstoffquellen hier, das hier, nichts anderes. Okay. Oder Hauptstädte, okay, fängt er gut an. Ist auch an den Karten, dann sind wir auch gerade. Moment, wo ist jetzt der Turm? Da drüben, okay, da oben, oben. Wir müssen schon in diese Richtung. Eigentlich wäre hier auch noch. Steht auch. Habe ich die schon geöffnet? Ist die offen? Hm, ja, wahrscheinlich.
Okay. Sind nichts Verdächtiges. Da ist die Brücke. Ach, wir sind schon da. Habe ich ein bisschen vertan wahrscheinlich. Moment, dann müssten wir noch in dieser Richtung noch ein paar Geheimnisse finden eigentlich. Da gibt es noch einen See mit 3 Truhen. Okay, was machst du so? Wir gehen jetzt hier zum Fluss. Gibt es auch 2 Truhen plus 1 Krogsamen. Suchen wir jetzt mal. So. Die kommen ja regelrecht runtergeflogen, ne? Ah, ich weiß wie. Okay, ist ein Problem. Soll ich halt wieder Ausdauer? Oh nee. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht runterfallen. Aber oh, toll, der kann gleich wieder rübergehen, ist nicht der. So, jetzt aber. So, die habe ich. So. Jetzt können wir die Kisten öffnen. Genau. Oh, ja, sehr gut. Ja, und ich sehe schon den Krog, wo der ist. Und hier, die Blume. Naja. Folgende Blumen. Da haben wir schon. Da war noch was. Da glitzert noch was. Das ist ein Pfeil im Wasser. Okay, wie auch immer. Den Krog haben wir. Wir holen noch den einen hier oben um die Ecke. Ich habe nicht, dass er nicht mehr sehen kann. Und danach ist dann die Folge zu Ende. Wir haben eh schon die Überlänge. Hier müsste noch einer sein. Schauen wir ganz kurz mal, was der genau hier versteckt, was da genau hat. Okay, wir müssen wieder verschießen. Ich glaube, das ist da oben. Oh nee. Das war zu viel geschwungen. Okay. Gibt's dazu war ein bisschen übermütig wieder mal. Machen packt es mir einfach. Will ich einfach so schnell nach oben. Ich denke, wir werden dann deutlich noch einmal Ausdauer killen. So, okay. Irgendwie hier wisst man das. So. Genau. So, und somit sind wir auch wieder am Ende von unserer Folge heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Zelda Breath of the Wild. Bis dann und tschüss. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende, aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.